Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann Reloaded Season 2 mit mir hier am Samstagabend um 21 Uhr. 21. Und Sekunden. Hallo und herzlich willkommen. Ja, es geht weiter. Wir sind hier fleißig am Ackern. Noch ein bisschen, jetzt noch zwei Folgen. Heute ist Samstag. Cool. Samstag. Was mache ich nächste Woche Samstag? Heute ist der 15.9. Es sind 22.9. Weiß ich doch gar nicht. Warte mal ganz kurz. Wir haben 15. aktuell. Yes, fällt raus. Gut, gerade nur kurz ein paar Daten verglichen. Aber top, passt. Mal gleich auf den Zettel gucken. Entschuldigung, was ist los heute? Zu viel kohlensäurehaltige Getränke getrunken. Jetzt noch Schluck auf. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Mann. Immer wieder Samstag. Ist fast Wochenende. Was macht ihr denn so immer so am Wochenende? Samstag ist ja für mich so. Ich hoffe mal, nächste Woche Samstag um diese Uhrzeit bin ich mit dem Hofbergmann-Projekt schon wieder fertig. Hoffe ich. Ich hoffe es mal. Kann zwar nichts versprechen, aber ich hoffe es mal. Lochfehler. Sieht gut aus. Ich hab den Holländer klar vor. Viel Anhänger ist schon reingeprügelt. Oh, der ist echt voll. Ey, der ist echt bei 100%. Mal jetzt erst leer. Ich muss aber heute jetzt zum Friseur, mal schaue ich das nächste Mal zum Sonne mal aufnehmen. Aber samstags morgens zum Friseur ist auch teilweise so. Friseur ist immer so eine Plage, da muss er hin und oh. Ich mag das nicht. Es ist halt meine Zeit, die da samstags morgens mit drauf geht. Oder wann auch immer. Wenn ich da weiß, sonst hast du halt keinen Termin, dann bist du abends nach der Firma, hast du auch keinen Bock mehr. Wie viele Söhrböhnchen haben wir jetzt eigentlich hier? 800! Alter Vater! Knappe 900.000 schon. Wir haben 900.000 jetzt. Alter Fiene! Weizen 300.000. Könner, mein Sonnenblumen ist ein bisschen rar. Aber Söhrböhnchen brauchen wir jetzt erstmal die nächsten paar Runden nicht mehr. Von dem wird wir gar nicht brauchen. Das wird eher als verscherbelt. Weil ich wüsste hier keine Produktion, wo ich die Sojabönchen für bräuchte. Weiß nicht, was macht man denn so aus Sojabohnen? Sojamilch oder so? Wäre das aus Sojabohnen gemacht? Ich bin da schlecht informiert, was das angeht. Sojabohnen. Aus Sojamilch? Oder wird Soja? Sojabohnen.
So, ja. Nenne. Sojabohnen. Essen und Trinken. Sojabohnen Wikipedia. Was gibt's denn da Schönes? Sojabohnen. Ordnung. Ja, Familie der Hülsenfrüchte. Ist da jetzt also. Ist eine Ölsaat. Eine Ölsaat, das heißt grundsätzlich dürfte man ja auch um in die Dings Dieselproduktion schmeißen. Weil so 16 und 134 kann man dann Millionen Tonnen davon geerntet. Etwa Öl, das Sojaöl, also Sojaöl wird das. Das ist auch so von Biodiesel, also Biodiesel. Sojakuchen hat man schon mal von gehört. Ja, Tierproduktion ist 98% Hülsenfrüchte. Und sozusagen als Sauce der Männer in der erhalten. 37% Eiweiße als Nahrung ist Eiweißquelle. Ja. Gut, also wir wissen ja schon mal, ja, man kann sie essen. Und guck mal da. Guckt mal da das Icon. Da. Da, wenn meine Maus jetzt gerade mir so rumspacken würde, wenn ich aufnehme. Da, Lotus-Simulator, da. Isa. Da, Isa. Also, wieder schlauer geworden sind wir. Es sind Ölfrüchte. Das heißt, grundsätzlich könnten wir die auch oben reinschmeißen. Es wird daraus auch Biodiesel produziert. Gleich mal einen Anhänger über. Haben wir da oben gleich mal hinfahren, aber wenn wir gleich fertig sind mit dem Feld. Bom, 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 weil wenn da Ölfrüchte schon beisteht, dann muss sie aber dran sein. Die Animation teilweise noch ein bisschen tiefer gehen in den Anhänger. Weil es ja grundsätzlich egal, wenn die so circa auf immer so eine Höhe vom Anhängerboden ist, dann ist ja auch egal, wenn da mehr ist, dann geht die Textur da durch, dann sieht es aber zumindest beim ersten Mal reinkippen nicht immer so kacke aus. Ja, grundsätzlich so geht das ja schon fast. Na gut, außer es ist leer. Ach, jetzt habe ich den Drescher ausgemacht. Also von daher wissen wir schon mal, Ölfrüchte sind. Ist auch grundsätzlich schon mal gut zu wissen. Das heißt, die müssten auch gleich gucken, die diese Produktion. Das fällt runter, dass wir mal nachgucken. Bam, 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 da. Will ich noch, wenn ich irgendwo wirklich jetzt gleich Weiz oder Gerste stehen habe, dann frage ich mich gerade, presse ich da Ballen oder sammle ich das als Stroh? Was will ich mit Ballen? Was will ich mit Stroh? Ich habe beides massig. Was man hat, das hat man, würde man erstmal sagen. Jetzt nimmt mir schon mal keiner mehr weg, das ist ehrlich sein, die Hauptsache, wo man das macht. Ob ich es brauche, irgendwo in der Produktion. Ich habe auch irgendwie keine Produktion, die das richtig durchfrisst. Ja, der Kompostmaß, den könnte man mal ordentlich beläufen, weil dann kann er nämlich oben auch mal in die Produktion reinarbeiten. Was Kompost aktuell für einen Wert hat. Als Produktionsmittel. Macht der gut. Da. Mir ist gerade irgendwie so ein richtig ekliges Kochrezept in den Kopf gekommen. Ich gedacht habe, nee,
kann jeder von euch 50 Milliarden mal besser kochen. So, leer, leer, leer. Oh, die leer. Da ist unten noch eine Schlucke drin. Schlimmer wie. Das steht doch schon ein bisschen länger. Es ist zumindest keine Konserve mehr drin. Ja. Naja. Der das noch erkennt, ist ja schon Wahnsinn. Eine Wecker stellen für morgen. Ah, ich bin wahrscheinlich eh wieder Feuerwache, ich kenne mich. Nicht, dass ich es schaffe, bis 39 zu schlafen. Bis 8:30 Uhr. Sprechdurchfall. Schlimm, 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 schlimm. So, was steht denn jetzt noch wo drauf? Da steht Gerste. Was steht da noch hinten drauf? Körperweiß ist es nicht. Zuckerrohr ist es auch nicht. Weizen steht auf 11 noch drauf. Das heißt 16, das heißt 21 sind wir dran, da steht der Big X noch, das heißt 3 und 11 sind Weizen. Effekt müssen wir gar nichts umbauen. Nichts für umbauen, ist ja langweilig. Und wir riskieren es mal da runterzufahren, mein Drescher. Das war jetzt gar nicht das, was ich wollte. Kommen wir da runter? Schreibt in die Kommentare. Ach schon, ist noch Platz. Und nachher für dein anderes Feld müssen wir nochmal umsatteln. Fehlte der Raum, da brauche ich jetzt einen Kurs. Das ja. Plausibel aus. Abfahrer. Ah, drin nochmal ein Rundchen. Der kriegt's nicht hin. Kriegt es nicht hin. Einfach nicht geschissen.
Mach der Bahn, mach der Bahn, mach der Bahn. Hast du keine Bahn, du Hampel? Doch. Und damit wollten wir testen, ob das oben in die Ölmühle geht. Das testen wir erst morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Ciao.